Willkommen zu einem neuen Teil Digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Das ist der letzte Teil des Kapitels Quantisierungsrauschen und diesmal gucken wir uns an, wie sich das Quantisierungsrauschen in Firrfiltern auswirkt und werden auch ein paar praktische Rechnungen durchführen. Ein paar Bemerkungen müssen wir vorab noch machen, und zwar geht es um die Frage, wie berechne ich Leistungen? Wie berechne ich die entsprechenden Zahlenwerte? Das, was uns am meisten interessiert bei Quantisierungsrauschen, ist die Frage, was für ein Signal-zu-Rausch-Verhältnis bekommen wir? Das heißt, wie sehr verschlechtert das Quantisierungsrauschen unsere verfügbare Dynamik? Und nochmal zur Wiederholung, Quantisierung betrachten wir als einen additiven Zufallsprozess. Das heißt, zu unserem Signal wird ein Störsignal, ein Zufallsprozess dazu addiert und heraus kommt dann unser quantisiertes Signal. Dieser Zufallsprozess hat eine Varianz, En oder NQ, unsere Rauschleistung von Q2/12. Aber wenn man sich jetzt diese Formel ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, eigentlich hat Q² die Dimension Volt², weil es abgeleitet von unserem Full-Scale-Range in Volt beispielsweise, und nicht Watt. Das heißt, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Und um das jetzt aufzulösen, nehmen wir einfach mal an, dass unsere quantisierte Größe an einem Lastwiderstand mit dem Wert 1 Ohm anliegt. Und wenn hier unsere quantisierte Größe anliegt, dann kann ich genauso annehmen, dass unser Zufallsprozess, unser Quantisierungsrauschen auch an diesem gleichen Widerstand annimmt. Und wir nehmen 1 Ohm an, damit die Zahlenwerte der Leistung bzw. der Rauschleistung und der Angabe in Effektivspannung zum Quadrat identisch sind. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, annehmen kann man ja viel, aber wie beeinflusst das unser Ergebnis? Und wir haben uns jetzt hier nur erstmal das Rauschen angeguckt. Für die Signalleistung muss ich jetzt immer noch beachten, auch für die Signalleistung gilt natürlich, die ist Effektivwert zum Quadrat. Aber man verwechselt das oft mit der Amplitude eines Signals. Und wir wissen, bei sinusförmigen Signalen ist der Effektivwert gleich der Amplitude geteilt durch Wurzel 2. Also wenn ich es quadriere, heißt das, Effektivwert zum Quadrat ist Amplitude Quadrat halbe. Das gilt nur für sinusförmige Signale. So, und jetzt kommt die coole Seite davon. Wenn ich jetzt das Verhältnis von meiner Signalleistung und meiner Rauschleistung bestimme, dann fällt der Widerstand raus. Weil der Widerstand steckt jetzt mit drin in meiner Signalleistung und er steckt genauso mit drin in der Rauschleistung. Und damit ist es vollkommen egal, was für einen Wert ich da ursprünglich angenommen habe. Deshalb sind Nachrichtentechniker auch immer so ein bisschen unpräzise, was die Leistung angeht. Die sagen, Volt², ja, ja, das ist schon irgendwie eine Leistung. Da steckt halt der Gedanke dahinter, dass ein Nachrichtentechniker eigentlich meistens nur das Signal-Rausch-Verhältnis interessiert und bei diesen Verhältnissen fällt halt der absolute Wert jetzt eines Widerstands raus und da wird es mit den Einheiten dann auch so ein bisschen, naja, wurschtig, könnte man sagen. Und aus dem gleichen Grund ist eigentlich auch relativ egal, was für einen Wert wir für den Full-Scale-Range annehmen. Nehmen wir zum Beispiel einen Wert von 2 an, und selbst die Einheit ist hier relativ egal, ob wir jetzt Millivolt oder Kilovolt hier annehmen oder von mir aus auch Ampere, dann ist die maximal darstellbare Amplitude natürlich die Hälfte davon. Über diese Amplitude hängt jetzt die Signalleistung von der Festlegung von meinem Full-Scale-Range ab und das Rauschen, die Rauschleistung, hängt jetzt hier drüber von meinem Full-Scale-Range ab. Das heißt, beide, Signalleistung und Rauschleistung, hängen von dem Full-Scale-Range ab und auch damit passiert hier wieder das Gleiche. Bei der Berechnung des Verhältnisses zwischen S und N fällt auch der Full-Scale-Range heraus. Deshalb sind wir auch da so ein bisschen wurschtig und sagen, naja, damit wir bequemer rechnen können, nehmen wir einfach mal an, dass der FSR gleich 2 ist, weil dann habe ich die Amplitude gleich 1. Wir könnten aber auch was vollkommen anderes annehmen. Das Verhältnis würde das nicht beeinflussen.
Das ist jetzt das System, was wir anschauen wollen. Ein FIR-Filter. Das sieht noch nach einem normalen FIR-Filter aus. Die Koeffizienten hier haben wir quantisiert. Das haben wir im letzten Kapitel, nicht im letzten Abschnitt, sondern im letzten Kapitel schon betrachtet. Da wir ein Fixpoint-System auch unsere Koeffizienten nur mit einer endlichen Genauigkeit darstellen können, müssen wir unseren ideal ausgerechneten Wert quantisieren und bekommen dann ein etwas anderes System von H von Z heraus, heißt einen etwas anderen Frequenzgang, eine etwas andere Systemfunktion. Aber, das ist wichtig, diese Quantisierung erzeugt mir keinerlei Quantisierungsrauschen. Quantisierungsrauschen bekomme ich immer nur, wenn irgendwas in meinem Signalpfad passiert. Das hier aber ist einfach nur eine Konstante, ein Multiplizierer. Und der hat jetzt halt nach der Quantisierung ein bisschen anderen Wert. Aber nur weil jetzt ein Multiplizierer ein bisschen anderen Wert bekommt, rauscht da ja noch nichts. Das heißt, das muss man wirklich auseinanderhalten. So, jetzt kommt unser erster Quantisierer im System. Das ist der ADC. Den werde ich eigentlich immer haben, weil wenn ich mit einem analogen Signal starte, dann muss ich das ja irgendwie in eine Form bringen, damit ich mit meiner digitalen Signalverarbeitung das verarbeiten kann. So, und hier nehme ich jetzt an, dass der mir ein Zahlenformat 0.15 liefert. Und diese Quantisierung kann ich beschreiben durch die Addition einer Rauschquelle an dieser Stelle. Dann habe ich die Möglichkeit, ich muss das nicht unbedingt machen, aber ich habe die Möglichkeit, nach meinem Multiplizierer mein Signal zu requantisieren. Das heißt, im einfachsten Fall jetzt einen Teil meiner LSBs wegzuwerfen. Grund dafür ist, dass nach der Multiplikation ich, ja, hier habe ich 15 Nachkommastellen, meine Multiplizierer haben 18 Nachkommastellen. Das heißt, ich habe nach der Multiplikation ein Format von 0.32. 15 Nachkomma-Bits plus 17 Nachkomma-Bits und 0 und 0 Vorkomma-Bits macht 0,32. So, und jetzt kann ich optional danach requantisieren, das heißt einen Teil meiner LSBs wegwerfen, mit dem Hintergedanken, dann muss ich nicht so einen riesengroßen Addierer machen, sondern ich komme damit ein paar weniger Bits aus. Und wahrscheinlich fällt das sowieso nicht auf, wenn ich nicht zu viele Bits wegwerfe, weil hier habe ich ein Quantisierungsrauschen und am Ende meines Addierers werde ich vermutlich nochmal requantisieren müssen, damit ich entweder auf einen DAC gehen kann, der jetzt eine bestimmte festgelegte Wortbreite hat, oder weil ich damit vielleicht in die nächste Filterstufe reingehen will. Das heißt, das sind jetzt drei Requantisierungsstellen, deren Rauschen ich jetzt separat betrachte. Das ist auch noch so eine bisschen vereinfachte Annahme, dass ich sage, die Rauschquellen, die beeinflussen sich alle nicht gegenseitig, sondern die kann ich unabhängig voneinander betrachten. Das klappt aber in der Praxis normalerweise recht gut. So, wenn ich das jetzt simuliere, dann ist diese blaue Kennlinie hier mein idealer Frequenzgang. Und ich gebe jetzt hier zum Beispiel bei einer kleinen Frequenz einen Sinuston drauf und schaue dann, was ich für ein Spektrum herausbekomme. Das ist nicht mehr ganz so einfach, sowas zu simulieren wie ein ideales System. Und das erzähle ich Ihnen nachher noch, wie man sowas denn überhaupt simuliert. Hier sollen sie es erstmal reichen. Wir gucken uns nur eine Frequenz erstmal an. Bei der Frequenz gibt es dann halt ein bestimmtes Quantisierungsrauschen. So, wenn ich jetzt mal mit verschiedenen Randbedingungen simuliere, ich starte zum Beispiel mit einem 14-Bit-DAC 0.13, dann macht mir nicht der DAC das Quantisierungsrauschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein bei der Formulierung, sondern die Verkürzung meiner Wortbreite auf 14 Bit, damit ich das unfallfrei in den DAC anschließen kann, das ist die eigentliche Requantisierung und die addiert mir Quantisierungsrauschen. Der DAC selbst hat damit nichts zu tun, der setzt nur dieses 14 Bit quantisierte Signal auf ein entsprechendes analoges Signal um. Das verringert mir mein SQNR auf jetzt knapp 86 dB und das entspricht genau 14 Bit.
Das gucken wir uns gleich an. Das ist eigentlich einleuchtend, dass da auch 14-Bit dann rauskommen. Dann probiere ich mal ein 14-Bit-ADC zu verwenden. Also der DAX ist wieder raus, den gucke ich jetzt nicht an. Und dann stelle ich fest, dass ich eine Effective Number of Bits von 14,5 bekomme. Das klingt wieder wie irgendwas, was zu gut ist, um wahr zu sein. Ich quantisiere mit 14 Bit und bekomme 14,5 Effective Number of Bits. Aber wir werden sehen, das geht hier tatsächlich, ausnahmsweise. Dann mache ich nach meinen Multiplikationen, dann requantisiere ich nach den Multiplikationen zunächst hier auf 15 Bit und in meinem Addierwerk muss ich noch ein Integer-Bit zusätzlich spendieren, das heißt, hier habe ich dann 16 Bit und da stelle ich fest, dass diese Maßnahme meine Effective Number of Bits auf 13,6 reduziert. Das heißt, da habe ich anscheinend ein bisschen zu viel des Guten getan. Ganz so viel LSBs hätte ich jetzt nicht unbedingt wegwerfen sollen. Ich ein bisschen mit den Einstellungen herumspiele, dann stelle ich fest, dass eine Requantisierung auf 20 Bit nach dem Multiplizierer ausreicht, um mein SQNR jetzt nicht nennenswert zu verschlechtern. Das war jetzt eine Simulation, da kann ich natürlich lange rumspielen und rumdrehen, aber ich möchte jetzt gern quantitativ rechnerisch abschätzen können, welchen Einfluss die einzelnen Quantisierer auf das SQNR haben. Und das machen wir jetzt als nächstes. Legen wir mit einem konkreten Zahlenbeispiel los. Wir gehen davon aus, dass der Full-Scale-Range 2 ist, damit wir leicht rechnen können. Der Bezugswiderstand soll 1 Ohm sein, damit die Zahlenwerte für Volt Quadrat und für Watt identisch sind. Und dann kann ich leicht meine Quantisierungsstufe Q berechnen. Das ist dann 2 dividiert durch 2 hoch 16. Das ist meine Gesamtwortlänge. Und das ist das gleiche wie 10 hoch minus 15. Zum Quadrat kommt 2 hoch minus 30 raus. Geteilt durch 12 komme ich an diesen Zahlenwert. Das ist das Quantisierungsrauschen, was am Eingang entsteht, aufgrund meines ADCs. Das ist aber nicht das Quantisierungsrauschen, was auch am Ausgang ankommt. Weil dieses Rauschen geht noch durch meinen Filter durch und wird von dem dementsprechend reduziert. Jetzt muss man wissen, sonst kann man das nicht so leicht rechnen, dass das Filter ein Halbbandfilter ist. Das stand auf der letzten Folie drauf. Bei einem Halbbandfilter kann ich in erster Näherung jetzt davon ausgehen, dass es ein Tiefpassfilter ist, hier in diesem Fall, was die erste Hälfte meines Basisbands durchlässt und die zweite unterdrückt. Das heißt ein bisschen grobe Näherung, aber ganz so falsch ist es nicht. Das heißt, ich sage, dieses Filter hat eine Bandbreite von FS Viertel. Dann muss ich nur meine Rauschleistungsdichte berechnen. Und die Rauschleistungsdichte ist das Gesamtrauschen von meinem ADC dividiert durch FS halbe. Das ist die Rauschleistungsdichte meines weißen Rauschens. Das multipliziere ich mit FS Viertel, der Bandbreite meines Filters. Und dann sehe ich, dass im Prinzip die Hälfte der Rauschleistung aus meinem Filter hinten wieder rauskommt. So, und das sind dann die 104,1 dB Watt. Und das ist auch die Erklärung, um nochmal auf die letzte Folie zurückzukommen, das ist auch die Erklärung dafür, warum ich mit einem 14-Bit-ADC eine Effective Number of Bits von 14,5 erzielen kann, weil in diesem speziellen Fall aufgrund des Tiefpassfilters die Hälfte meiner Rauschleistung unterdrückt wird. Machen wir weiter mit dem DAC. Der sitzt direkt am Ausgang und die Rauschleistung entsteht bei der Requantisierung vor dem DAC auf 16 Bit. Das heißt, diese Rauschleistung, die tritt quasi direkt am Ausgang auf und wird dementsprechend mit voller Bandbreite weitergegeben. Die Rechnung ist wieder exakt die gleiche wie eben gerade. Das ist wieder 2 hoch minus 30 geteilt durch 12, der gleiche Wert wie hier. Nur dass im Unterschied jetzt zu dem ADC tatsächlich diese Rauschleistung auch am Ausgang auftaucht. Dann haben wir unsere Multiplizierer. Pro Multiplizierer entsteht eine Rauschleistung von 2 hoch minus 19 zum Quadrat geteilt durch 12.
und das entspricht minus 125,2 dB Watt. Jetzt habe ich nicht einen Quantisierer, sondern ich habe sieben Quantisierer. Und vielleicht gucken Sie sich dazu nochmal die entsprechende Übungsaufgabe an, wo jetzt diese 7 plötzlich herkommt. Das liegt einfach daran, dass es ein Halbbandfilter ist und beim Halbbandfilter war ja jeder zweite Koeffizient außer dem mittleren 0, sodass wir anstatt 11 nur 7 Multiplizierer haben. Das ist jetzt hier ein bisschen sehr knapp auf den Folien geschildert. Wie gesagt, gucken Sie sich die entsprechende Übungsaufgabe dazu nochmal an. Das heißt, ich muss jetzt entweder diesen Wert hier, die eigentliche Leistung, mal 7 nehmen und dann logarithmieren. Oder ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich sage, okay, wenn ich das hier logarithmiere, dann kann ich auch schreiben 10 log 7 plus 10 log en 0 und dann komme ich auf mein Ergebnis. Der Vorteil ist davon, dass 10 log 10 von der Rauschleistung meiner Quantisierer habe ich schon berechnet hier. Das heißt, ich muss nur die 10 log 7 dazu addieren und dann habe ich die Gesamtrauschleistung, die am Ausgang auftritt. Und ich sehe jetzt hier, dass die minus 116 dB Watt tatsächlich deutlich kleiner sind als die anderen Rauschleistungen, die der ADC also, oder der Quantisierer vor dem DAC und die der ADC mir produzieren. Für die Gesamtrauschleistung muss ich alle drei nur aufaddieren. Und hier muss ich natürlich darauf achten, ich darf nicht die logarithmischen Werte aufaddieren, sondern ich muss erst delogarithmieren. Dann passt das. Und jetzt kann ich das SQNR berechnen. Bei einem Full-Scale-Range von 2 ist die maximale Amplitude 1 und damit habe ich minus 3 dB Watt für meine Signalleistung. Davon subtrahiere ich jetzt die minus 99,3 dB Watt und dann bleibt 96,3 dB übrig. Ich möchte jetzt gern wissen, wie viel Bit das entspricht und dann setze ich diese 96,3 dB in meine Formel für die Effective Number of Bits ein und stelle fest, dass die ganzen Requantisierungs- und Quantisierungsrauschquellen, die ich in diesem System habe, mir insgesamt einem System mit einer Effective Number of Bits von 15,7 entsprechen. Und das ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Als Übung rechnen Sie die Simulationsbeispiele von der vorigen Folie nochmal nach und probieren Sie noch ein bisschen zu optimieren. Wie bekomme ich eine Effective Number of Bits von 15,5 Bits? Das würde mir vielleicht auch reichen, mit einer möglichst geringen Wortlänge nach meinen Multiplizierern und im Akkumulator. Das heißt, versuchen Sie noch ein bisschen was rauszuholen. Ja, also für eine geringe Reduktion der effektiven Anzahl von Bits kann man vielleicht noch die Requantisierung der Multiplizierer noch ein bisschen kürzer machen. Ich habe versprochen, Ihnen kurz zu erzählen, wie man sowas eigentlich simuliert. Wer das jetzt nicht nachmachen möchte, braucht jetzt nicht so genau zuzuhören. So, der erste Schritt ist, ich generiere mir ein Sinussignal mit fast maximaler Amplitude. Also es sollte halt so groß sein, dass noch keine Überläufe auftreten. Und eine Signalfrequenz, die ja, dieser Bedingung hier entspricht. Da stecken jetzt zwei Randbedingungen drin. Das eine ist, ich will eine kohärente DFT haben. Das heißt, die Anzahl meiner Signalperioden muss zusammenpassen mit der Anzahl der Abtastwerte oder anders ausgedrückt, eine ganzzahlige Anzahl von Signalperioden muss in mein Messfenster reinpassen. Und die zweite Randbedingung, das hatten wir uns im vorigen Abschnitt angeguckt, ist, dass eine primzahlige Anzahl von Perioden in das Abtastfenster reinpassen soll. Ansonsten habe ich die Periodizität meines Quantisierungsfehlers und das führt zu seltsamen Linien, also einer Nicht-Gleichverteilung meines Quantisierungsrauschens. Dann muss ich natürlich meine quantisierten Koeffizienten berechnen, weil ich habe ja insgesamt ein quantisiertes System und daraus kann ich dann meine quantisierte Übertragungsfunktion berechnen, die im Allgemeinen bei einem Firrfilter jetzt praktisch genauso aussehen wird wie die nicht quantisierte Übertragungsfunktion. Dann muss ich jetzt meinen Filter tatsächlich aus der Differenzengleichung konstruieren. Weil ich muss jetzt ja in jedem Schritt schauen, was passiert da, wie wird die
Ja, wie funktioniert jetzt die Requantisierung bei jedem Schritt? Und in dieser differenzengleichen Strecken drin, klar, meine quantisierten Koeffizienten, dann eine entsprechende Requantisierung nach Multiplikation und Addition, wenn es da eine gibt. Und natürlich die Quantisierung am Ein- und Ausgang. Das sind alles nichtlineare Vorgänge, deshalb kann ich da nicht ideal rechnen, kann ich die Z-Transformierte in diesem Fall nicht bemühen oder den Frequenzgang, sondern ich muss es tatsächlich Schrittchen für Schrittchen ausrechnen. Dann kann ich die transiente Filterantwort auf dieses Sinussignal bestimmen. Klar, das wird auch ein Sinus sein, aber ich muss noch die Einschwingvorgänge vorher abwarten. Und wenn ich diese Filterantwort nach Abwarten der Einschwingvorgänge habe, dann kann ich daraus meine DFT berechnen, also aus diesem transienten Signal. Das muss ich natürlich noch geeignet skalieren mit NDFT, beziehungsweise 2 geteilt durch NDFT, wenn ich nur das einseitige Spektrum mir angucke. Dann kann ich die Signalleistung berechnen, und zwar indem ich die Frequenzlinie mir angucke bei der Signalfrequenz. Und dann kann ich die Rauschleistung N bestimmen in meinem gesamten Band, indem ich die quadrierte Frequenzantwort aufsummiere über das ganze Band. Und zwar, wichtig natürlich, ohne die Signalleistung. Das heißt, den muss ich ausnehmen in meiner Gesamtrauschleistungsberechnung. Und unter Umständen muss ich auch den Wert bei F gleich 0 mit ausnehmen. Und zwar dann, wenn ich jetzt einfach mit Wertschneiden meine Quantisierung und Requantisierung berechne, dann entsteht ein systematischer DC-Fehler. Und diese ganzen systematischen DC-Fehler, die sammeln sich halt bei F gleich 0. Das will ich normalerweise nicht mit berücksichtigen, aber gut, das ist jetzt Geschmackssache und eine Frage davon, was Sie eigentlich wissen wollen. Normalerweise würde ich es im SQNR nicht mit berücksichtigen, sondern das dann eigenständig nochmal aufführen als DC-Fehler. So, damit kommen wir zur Zusammenfassung von diesem Kapitel. Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Requantisierung einer additiven Rauschquelle entspricht mit der Leistung Q² Zwölftel. Und im Frequenzbereich kann ich sehen, dass diese Rauschquelle normalerweise spektral gleichmäßig verteilt ist zwischen 0 und FS, also weißes Rauschen. Die Rauschleistungsdichte ist natürlich die Gesamtrauschleistung dividiert durch die betrachtete Bandbreite, und das ist in unserem Fall FS, weil es ja ein periodisches Spektrum ist. Und hier steht nochmal die Einheiten Volt Quadrat oder Watt, beziehungsweise Volt Quadrat pro Hertz oder Watt pro Hertz. Und durch entsprechende Wahl des Abschlusswiderstands, nämlich zu einem Ohm, kann ich das erreichen, dass beide Einheiten den gleichen Zahlenwert erhalten. Bei einem allgemeinen System, zum Beispiel wenn das Rauschen jetzt gefiltert wird, dann muss ich die dargestellte Rauschleistungsdichte aufintegrieren, weil am Ausgang von dem Filter ist mein Rauschen normalerweise nicht mehr weiß, sondern gefärbt. Und dann wird das Rechnen natürlich deutlich komplizierter. Oft kann ich eine Näherung machen und sagen, jenseits meines Durchlassbandes bei einem Tiefpass fällt die Übertragungsfunktion so schnell ab, dass ich mit einer äquivalenten Bandbreite einfach rechnen kann. Da muss ich nicht das aufwendig aufintegrieren. Habe ich mehrere Rauschquellen, wie im vorigen Beispiel, von ADC und von DAC und von mehreren Requantisierungen nachmultiplizieren, dann kann ich die einfach aufsummieren, wenn die unkorreliert sind, die Rauschquellen. Und klar, wenn Sie die jetzt einfach aufsummieren, dann dürfen Sie das nur in der nicht logarithmierten Form, sonst kommt natürlich totaler Schmarrn dabei raus. Und einfacher geht es, wenn ich m unkorrelierte Rauschquellen habe, die die gleiche Rauschleistungsdichte haben, dann ist es einfach m mal diese Rauschleistung. Oder wenn ich es logarithmiert habe, dann ist es 10 log m plus 10 log ENI. Das lässt sich noch leichter rechnen. Und das gesamte maximal erreichbare SQNR
für ein sinusförmiges Signal und bei Vollaussteuerung ist die bekannte Formel, es wird gegeben durch 6,02 W plus 1,76 dB. Und ich sage es gerne nochmal, das gilt nur für sinusförmige Signale und für Vollaussteuerung. So, damit haben wir auch dieses Kapitel geschafft. Danke fürs Zuhören.